Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sitzen hier heute im Studio bei unserem PR-Berater Ruben Schäfer und er ist auch bei uns Kunde, weswegen wir uns jetzt mal hier die Chance nutzen, dass wir ihn interviewen und einfach mal ein paar Fragen stellen wollen. Hallo Ruben, ja. Freut mich, dass das hier geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass wir hier bei uns im Studio mal so eine kleine, das umgekehrte Interview quasi haben. Normalerweise interviewe ich hier die Leute und jetzt bin ich mal der Interviewte. Ich bin ganz aufgeregt. Okay, sehr gut. Ja, Ruben, erzähl doch mal einfach ganz kurz, wer bist du, was machst du, damit die Leute dich einmal kennenlernen können. Ja, ich bin PR-Berater, das heißt, mein Job ist es, Unternehmer in die Presse zu bringen und damit dafür zu sorgen, dass sie mehr Vertrauen genießen, dass ihr Angebot optimal präsentiert wird und dass sie am Ende des Tages mehr Umsatz machen, für Mitarbeiter attraktiver werden und generell einfach als der starke Unternehmer und Marktführer wahrgenommen werden, der sie in der Regel sind, so wie ihr. Ja, super. Wie lange machst du das schon? Das muss man so ein bisschen ausholen vielleicht. Ich habe 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, damals noch als Ein-Mann-Armee-Redakteur. Und bin dann irgendwann in den Bereich gekommen, dass ich Leute dazugeholt habe. Und jetzt aktuell haben wir, ich glaube, 14 oder 15 Mitarbeiter. Es geht ein bisschen schnell jetzt gerade. Mhm. Sind jetzt also schon was größer geworden, wachsen stark, suchen auch Leute. Mhm. Und genau, aber das Unternehmen an sich gibt es jetzt seit, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es schon 6 Jahre. Mhm. Okay. Und ihr seid nur hier in Koblenz? Wir haben 2 Standorte. Ja. Hier der Koblenzer ist ganz neu. Ja. Und ursprünglich kommen wir aus Sinzig. Das kennt man jetzt nicht, aber das liegt so ziemlich genau zwischen Bonn und Koblenz am Rhein, so in der Mitte. Und es ist eine super schöne kleine Stadt, wo wir auch ein sehr, sehr schönes Büro haben. Ja. Und jetzt vergrößern wir uns halt auch ein bisschen. Ja, super. Jetzt arbeiten wir ja auch in zweierlei Hinsicht. Also wir mit dir und du mit uns schon einige Zeit zusammen. Und meine erste Frage wäre jetzt, wie war deine Ausgangssituation, bevor wir miteinander gestartet sind in Bezug auf die Dienstleistung der Geldanlage, des Vermögensaufbaus, die wir unseren Kunden anbieten? Wie war da so die Ausgangssituation? Also die Ausgangssituation bei mir war so, dass ich, es gibt ja bei jedem Unternehmen so den Punkt, wo man merkt, das funktioniert. Mhm. Ne? Und ich habe tolle Kundenergebnisse, dadurch werden wieder neue Kunden auf mich aufmerksam, empfehlen mich weiter, dadurch habe ich wieder neue Ergebnisse und so weiter und dann kommt so eine Aufwärtsspirale in Gang und das passiert in der Regel am Anfang ein bisschen schleppend und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das sehr, sehr schnell passiert. So, und dann wächst man auch sehr, sehr schnell. Mhm. Und genau das ist auch bei mir passiert und ich habe mir vorher, ich habe immer Geld gespart, aber ich habe es dann auch immer irgendwann ausgegeben. Ne? Bei mir war das dann häufig so, dass ich mir dann ein Cabrio geholt habe oder irgendwas. Mhm. Ne? Und dann war irgendwann, dann war jetzt aber der Punkt erreicht, wo ich Geld verdient habe und das liest sich jetzt nicht sinnvoll, also irgendwann hat man auch ein Cabrio so. Mhm. Und dann wohin legt man es dann an? Mhm. Und dann hatte ich einfach eine 5-stellige Summe war das damals, so eine mittlere auf dem Konto und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Dann habe ich halt auch überlegt, ja, lasse ich es jetzt auf dem Konto einfach liegen, ist jetzt auch nicht so gut. Ne? Inflation war damals noch nicht so ein Thema, mittlerweile natürlich ein sehr, sehr drängendes. Mhm. Also lasse ich es jetzt auf dem Konto liegen, investiere ich das? Wenn ja, wo? Ich habe keine Ahnung von investieren. Ja? Mhm. Ich bin kein Experte für die Börse oder so. Ich bilde mir zwar ein, dass ich da ein bisschen was weiß, aber wirklich wissen, wie es funktioniert, tue ich nicht. Und vor allen Dingen muss ich auch dazu sagen, habe ich nicht die Zeit und die Muße, mich da auch reinzuknien. Ne? Mhm. Weil das muss man ja dann schon irgendwie überwachen. Und an dem Punkt haben wir uns quasi durch eine glückliche Fügung, kann man eigentlich sagen, kennengelernt. Mhm. Dann war das eben der Schritt, dass ich dann gesagt habe, okay, das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Was war denn so das Motiv, warum du gesagt hast, du meldest dich jetzt bei uns? Weil ich sag mal so dieses Problem, das ist ja nichts, was von heute auf morgen entsteht. So eines Morgens, ich wache auf und muss meine Finanzen sortieren. So die Idee hat man ja eher nicht, sondern es ist ja so ein Prozess, der über die Zeit dann entsteht, dass man sagt, ich müsste da eigentlich mal ran. Gab es da so einen Auslöser bei dir? Hat dir das irgendwie empfohlen oder gab es so einen Impuls, so ein Aha im Moment, wo du sagst, jetzt muss ich aber echt mal? Naja, also es gibt, aus meiner Sicht gibt es eigentlich 2 Dinge, die da wahrscheinlich zusammenkommen. Das wird auch bei den meisten, schätze ich mal, so sein. Mhm. Das erste ist, es ist Geld vorhanden und dieses Geld ist noch bei mir in meinem Fall gar nicht, also man kann Geld nicht anlegen, ne? Aber liegt halt auf irgendeinem Girokonto rum. Mhm. Also ist quasi wie, da passiert gar nichts mit, das ist keine wirkliche Anlage in dem Sinne. Das ist der eine Punkt, der so ein bisschen drängt. Also Geld ist schlecht angelegt, man weiß das auch. Und dann muss aber irgendwie noch dazu kommen, dass man ja auch den Impuls bekommt zu sagen, eigentlich wärt ja ihr als Vermögensberater da die richtige Adresse. Mhm. Und ich habe über einen Bekannten, über einen Kontakt, habe ich das erste Mal von euch gehört. Mhm. Und dann haben wir ja auch gesprochen. Und du hast mir dann erzählt, wie eben das System so grob aussieht, was ihr etabliert habt und wie das funktioniert. Mhm. Und es klang für mich
so von dem, was ich alles weiß, ne, aus meiner Erfahrung, aus meiner unternehmerischen Erfahrung, aus meinem Studium und aus meinem Politik- und Wirtschaftsleistungskurs, den ich hatte und so, klang das absolut schlüssig. Mhm. Und hat sich ja jetzt auch rausgestellt über die Jahre, dass halt wirklich hervorragend funktioniert hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommen einfach diese beiden Faktoren zusammen. Ich habe offensichtlich einen sehr kompetenten Ansprechpartner gefunden. Mhm. Und ich habe die Situation, die einer Lösung bedarf. Und dann passt es halt. Ja. Sehr schön. Kannst du sagen, was dein Ziel war, was du hattest, bevor wir oder wo wir in die Zusammenarbeit gestartet sind und ob sich das für dich bisher erfüllt hat? Also ich wollte auf jeden Fall innerhalb eines Monats Millionär werden. kleiner Spaß. Also ich wollte das Geld, das ich erwirtschafte, anlegen, damit ich weiß, ich habe in ein paar Jahren, 20, 30, 40 Jahren, ja, das ist schon eine perspektivische Denke dann, mhm. aber dass man eben weiß, man hat ein Backup und eine Altersvorsorge und kann sich darauf verlassen, dass man dann wirklich, wenn es mal ins Alter geht, dass man nicht ewig weiterarbeiten muss. Mhm. Ne, gerade bei Unternehmern, da hat man ja auch keine staatliche Vorsorge. Mir schien jetzt auch die staatliche Rente nicht besonders attraktiv. Mhm. Und dann habe ich eben auch gesagt, so, dann dafür brauche ich das letzten Endes. Ne? Mhm. Und dafür lege ich es an. Und so von den Zahlen, die ich ja jetzt kenne, nach einiger Zeit, wie sich die Anlage entwickelt hat, von eurer Beratung, wie ihr das transparent gemacht habt und dergleichen, passt das auf jeden Fall sehr, sehr für mich. Und ich weiß, das geht jetzt in eine gute Richtung, in genau die Richtung, die wir eingeschlagen haben und die du mir auch versprochen hast. Mhm. Und dementsprechend bin ich jetzt einfach beruhigt, bezahle jeden Monat oder investiere ja jeden Monat dann von meinem Einkommen einen Anteil in meine Altersvorsorge und weiß, dass ich davon in einigen Jahrzehnten dann ein schönes Leben habe. Falls ich das denn möchte, falls ich das nicht möchte, kann man es ja auch vererben oder was auch immer. Ja. Aber es ist halt da und das ist ein schönes Gefühl. Ja. Ja, wir hatten ja dann im Nachgang auch nochmal für deine Holding GmbH was zusätzlich gemacht. Mhm. Viele verbinden ja mit Rente sowas Langweiliges, weil das so weit weg ist. Und gerade so Unternehmer, wo alles schnelllebig ist, die wollen ja eigentlich gar nicht so über 20, 30, 40 Jahre nachdenken. Mhm. Kannst du sagen, was vielleicht, oder was würdest du solchen Menschen sagen? Weil eine Holding ist ja im Grunde genommen auch, das ist ja das Luxusvehikel für den wirklich erfolgreichen Unternehmer, der noch eine weitere Gesellschaft gründet über seine Hauptgesellschaft, wo er halt wirklich langfristig Vermögen aufbauen will. Mhm. Also würdest du sagen, das ist eher so ein Anfängerfehler, den der eine oder andere Unternehmer noch in seinem Kopf hat, dass er einfach nicht in der Lage ist, längerfristig zu denken? Also ich denke mal, wenn man schon eine Holding gegründet hat und auch weiß, warum und nicht nur, wenn man auf YouTube gesehen hat, dass man das tun sollte, dann ist das, glaube ich, relativ klar. Also für mich ist meine Holding, sage ich jetzt einfach so, ist wie so eine Art Sugar Daddy oder Sugar Mama in meinem Fall dann quasi, ja. Wo man einfach weiß, das ist eine Instanz, in der das Geld gesammelt wird über die Zeit, vermehrt wird, ja auch mit euch angelegt wird. Ja. Und dass man weiß, diese Instanz, diese juristische Person ja streng genommen, ist immer für mich da und wird mir Geld geben, wenn ich es brauche. Mhm. Und das ist doch ein sehr beruhigendes Gefühl, dass man das hat und gibt einem eben auch den Spielraum, dass man weiß, das lohnt sich, das ganze Geld bleibt da, wird ja auch in der Holding nahezu nicht versteuert. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr attraktives Modell. Und dementsprechend kann ich das auch nur jedem raten, wenn man perspektivisch mal ein bisschen langfristiger denkt. Und das sollte jeder Unternehmer. Ich meine, mit dem Geld muss ja irgendwas passieren. So, entweder ich gebe es aus, aber es einfach zu verschwenden, also einfach auszugeben des Ausgebens willen, was will man denn irgendwann machen? Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Selbst wenn man auf eine Yacht spart oder so, da muss man auch mal ein paar Jahre irgendwie sparen. Und braucht man das dann wirklich? Oder man verdient halt einfach mehr Geld. Aber es bleibt ja immer Geld übrig normalerweise, wenn man unternehmerisch erfolgreich ist. Ja. Und dass man das dann auch in irgendeiner Form anlegt und weiß, es ist auf jeden Fall auch immer ein Cashbestand da, der ja auch kurzfristig abrufbar ist und trotzdem sich vermehrt, dann ist das doch eigentlich ideal. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich ja auch schon empfohlen. Ja, eben. Ja, ich glaube, es sind auch so diese zweigleisigen Denkansätze, die man als Unternehmer haben muss. Einmal so dieses Vollgas im heutigen Hier und Jetzt und weiterkommen, alles schnell. Und der andere Ansatz ist halt, dass das, was das Schnelle abwirft an Profit im besten Fall, wiederum dann komplett konträr und anders ganz langfristig zu denken, weil nur so kann halt langfristiger Vermögensaufbau entstehen. Mhm. Dann würde mich mal interessieren, wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben mit uns? So von den einzelnen Schritten her, vom Anfang und dann aber auch so, nachdem alles mal eingerichtet war, wie würdest du das mit deinen Worten wiedergeben? Mhm. Hochprofessionell. Also muss ich wirklich sagen, ich bin ja auch jemand, der schon mal von der Bank angerufen wird und dann sagt die Bank, jo, komm mal zu uns hier auf ein Käffchen und dann gucken wir uns mal deinen Bausparvertrag an oder so, solche Sachen. Und ich habe mich bei euch wesentlich kompetenter aufgehoben gefühlt. Es war
aus meiner Sicht auch sehr schön, dass der Prozess komplett schlank und digital war und ich eben nicht, weißt du, eine Bank- oder Versicherungsberater, die weigern sich dann irgendwie über Zoom zu arbeiten oder halt über eine andere Videokonferenzsoftware. Das war bei euch nicht der Fall. Ich konnte das einfach ganz easy von mir zu Hause machen, musste nirgendwo hinfahren, musste da mir keinen Kaffee geben lassen und sowas. Mhm. Ich habe die Zeit nicht. Und ihr habt es mega schlank und trotzdem extrem kompetent gemacht. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt gut beraten gefühlt. Auf jede Frage, die ich gestellt habe, habt ihr eine echt gute und absolut schlüssige Antwort gehabt. Mhm. Und deswegen bin ich mit der gesamten Beratung, mit der Erreichbarkeit, mit allem, was dazugehört, auch mit dem jetzigen Support, absolut happy und habe das ja, wie gesagt, auch schon mehrfach empfohlen und empfehle das auch sehr, sehr gerne weiter. Ja, okay. Also ich höre halt manchmal, dass die Leute so ein bisschen so diesen Vorwurf oder diesen Einwand äußern, dass sie sagen, ja, jetzt am Anfang gibt man sich ja Mühe, so ist das ja mit jedem Dienstleister und dann bricht das so ab und so. Und wir reden ja über langfristige Pläne von 20, 30, 40 Jahren manchmal. Also würdest du jetzt sagen, nach den Jahren auch immer noch aus deiner Sicht ist der Support so, wie du es dir wünschst, kriegst deine Antworten erreichbar. Du bist auch tatsächlich der einzige und erste Finanzberater, der mich absolut ohne Grund einfach mal angerufen hat, auch mehrfach ja inzwischen, und einfach mal gefragt hat, wie es so läuft, einfach mit mir ein bisschen gequatscht hat, sodass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, okay, da ist jemand da, erreichbar und so weiter. Also man merkt das wirklich bei euch, ihr gebt euch extrem viel Mühe, meldet euch regelmäßig bei den Leuten, ihr habt mir noch ein kleines Geschenk geschickt und so. Und jetzt sitzen wir auch wieder hier, also ich meine, wir arbeiten ja sowieso zusammen, aber wir sind auch davon abgesehen, wirklich in einem regen Austausch und ich finde, das macht ihr hervorragend, das zeichnet euch wirklich aus. Ja, danke schön, freut mich. Okay, Ruben, dann hätte ich noch eine Frage. Was hat dich besonders überrascht an der Zusammenarbeit mit uns? Überrascht? Ja. Also, dass du so groß bist. Als ich dich das erste Mal im echten Leben gesehen habe, da war ich wirklich überrascht. Dann würde mich noch interessieren, warum hast du dich genau für uns entschieden? Du wirst sicherlich, du hast ja auch andere Finanzdienstleister in deinem Kundenspektrum, für die du tätig bist und du hast ja auch links und rechts als Unternehmer immer wieder mit Finanzmenschen zu tun, woher jeder von sich behauptet, er sei der Beste, er hat die tollsten Produkte und so weiter. Warum sind gerade wir es für dich geworden? Also tatsächlich ist das gar nicht so. Ich bin nicht so häufig angesprochen worden. Es war nicht so der Mega-Wettbewerb. Mhm. Aber ich bin auch nicht der Typ, der alles vergleicht. Mhm. Also wenn ich, dafür habe ich weder die Zeit noch die Muße und auch am Ende des Tages nicht die Expertise, sondern es muss auf einer Vertrauensebene passen. Ich muss mich da wohlfühlen und es muss für mich alles schlüssig und kompetent sein. Das war bei euch der Fall. Ich fand euch hochsympathisch. Wie gesagt, ich bin immer wieder angerufen worden von meiner Bank, wo mich dann irgendein Bankberater dann da wieder haben wollte. Und ich habe mich daran erinnert, wie die sich da hingesetzt haben und so ein Haus auf so ein Blatt gemalt haben und mir erzählt haben, so, das ist das Dach, das finanzieren Sie und die Wände bringen Sie dann selber mit und so. Ne? Und da bin ich mir immer so ein bisschen vorgekommen wie so im Kindergarten mehr oder weniger. Und das war bei euch, wie gesagt, überhaupt nicht der Fall. Es war alles einfach, es hat gepasst, es war schlüssig, die gesamte Argumentation war schlüssig, alles was zum Thema Rendite und den entsprechenden Möglichkeiten, wie das Geld angelegt wird und so weiter, alles was hier erklärt wird, war absolut schlüssig und dementsprechend hat sich das für mich gut angefühlt, hat für mich Sinn gemacht. Und rückblickend war es auch genau die richtige Entscheidung. Ja, sehr gut. Und letzte Frage. Was würdest du sagen, für wen sollte eine Zusammenarbeit oder macht eine Zusammenarbeit aus deiner Sicht mit uns Sinn? Ja. Wer sollte sich deiner Meinung nach mit uns in Verbindung setzen und mit uns mal einfach ein Gespräch führen? Also grundsätzlich jeder. Also mir fällt jetzt gerade keine Zielgruppe ein, die ich jetzt ausschließen würde, wo ich jetzt sagen würde, das macht keinen Sinn. Also mit euch sprechen auf jeden Fall sinnvoll, allein schon, weil das wirklich immer sehr, sehr sympathisch und kompetent ist, wie gesagt. Aber vor allen Dingen, ich habe Mitarbeiter, die jetzt mittlerweile Kunden bei euch sind. Ich habe es auch meiner eigenen Mutter empfohlen, die super glückliche Kundin ist bei euch. Und ich empfehle das auch gerne, wie gesagt, auch im Verwandtenkreis, Bekanntenkreis weiter, weil letzten Endes ist auch egal, ob man angestellt ist, ob man vielleicht selbst im Lotto gewonnen hat, ja, oder bei Wer wird Millionär oder was auch immer, oder man hat geerbt. Wir sind ja in so einer Erbengeneration, also fast jeder kommt ja mal zu Geld und dann einfach zu sagen, ich gebe es aus oder ich denke nicht an meine Altersvorsorge oder ich spare nicht auch privat, damit ich da vorsorgen kann, das ist aus meiner Sicht, muss man sagen, fahrlässig und dementsprechend jeder, der Lust hat auf ein schönes Leben im Alter oder auch im jüngeren Alter, aber so mit 50, 60 aufwärts, der sagt, ich möchte da nicht auf den Cent gucken, sondern ich will ein schönes Leben haben, ich will meinen Lebensstandard halten, ich bin vielleicht jetzt auch ein Gutverdiener. Man weiß nicht, was Renten in Zukunft so machen, was Rentensysteme machen. Aber wenn man das Ganze selber noch mal ein bisschen ausgestattet und vorgesorgt hat, dann kann man sich doch darauf verlassen, dass man dann entsprechend schönen Lebensabend in jedem Fall haben wird. Und also wer das nicht will, der sollte sich bei euch nicht melden. Und umgekehrt, jeder, der sagt, mir ist das wichtig, auch im Alter meines Lebens noch Spaß und Geld zu haben, der sollte auf jeden Fall mit euch sprechen. Sehr schön.
Danke dir für das Interview und für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Super. Also, wenn du dich angesprochen fühlst und mehr aus deinem Geld machen willst, Verträge hast, die wir vielleicht mal durchleuchten sollten, oder du Geld rumliegen hast und nicht weißt, was du damit sinnvoll tun sollst und vielleicht wie Ruben unternehmerisch tätig bist oder eben auch, wenn du angestellt bist, aber lieber Zeit mit der Familie verbringen willst und einfach Rat suchst, Hilfe suchst, wie du deine Finanzen besser strukturieren sollst, dann melde dich gerne bei uns. Geh auf www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buch ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir einfach mal 15 Minuten miteinander telefonieren und herausfinden, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Ich freue mich auf dich, dein David.